Hallo allerseits da draußen und schön, dass ihr für mein Wochentaroskop oder das Wochentaroskop der Mantika eingeschaltet habt. Ja, es tut mir total leid, ich gehe heute nicht live wie üblich. Das ist dem schönen Wetter geschuldet und meinem schlechten Gewissen, meinem Kind gegenüber, das einfach auch mal gerne mit mir einen Sonntagnachmittag verbringen möchte. Deswegen heute aus der Konserve, aber deswegen soll es euch nicht mangeln an den Informationen für euer jeweiliges Tierkreiszeichen. Und astrologisch gesehen, in der nächsten Woche, es ist auch eine etwas ruhigere Woche. Wir haben eigentlich ganz gute Chancen, dass wir weiter schönes Wetter haben. Am Donnerstag Mittag, also so gegen 1 Uhr, gibt es dann einen Neumond mit einer Sonnenfinsternis im Zeichen Zwillinge. Und am Freitag, da geht der Mars oder wechselt der Mars von Krebs in den Löwen. Das ist ja eigentlich auch ein Hinweis darauf, dass es sonniger sein könnte, auch wenn es zu Neumond dann doch oft immer einen Wetterwechsel gibt. Warten wir es ab. Auf jeden Fall ist es eine energiereiche Woche, dadurch besonders gegen Wochenende hin. Das gefühlvolle und auch etwas zurückgezogene, krebsige des Marses wird in eine dynamische Feuerqualität gewechselt. Und so langsam muss der Sommer jetzt auch wirklich kommen, denn wir starten ja Richtung Sommersonnenwende. Dann am 21. oder ist es dieses Jahr, das war die 20., der 20. Juni. Ganz gleich. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Zwillingszeit und dementsprechend habe ich mich für den Spirit Guide für ein ziemlich altes Kartendeck entschieden. Es heißt Enneagramm und stammt von Peter Stemmann und Manfred Menzel. Es ist noch aus dem Urania Verlag, also wirklich schon lange her, dass das herausgekommen ist. Und seit wann, also diese Art von Verpackung, die kriegt man heute auch nicht mehr unbedingt. Aber es ist ein sehr spannendes, vor allem intellektuelles Deck, was sich mit dem Enneagramm beschäftigt. Und das Enneagramm ist ja auch eine beliebte Typenklassifizierung. Und in diesem Deck haben wir sehr viele verschiedene Typen dargestellt. Ich habe spontan eine Karte gezogen und habe die 5 Stufe 3 des dritten Grades gezogen. Ich werde euch jetzt nicht mit den Details für die einzelnen Grade und so weiter langweilen, aber ich gehe jetzt mal aus dem Numerologischen, verbinde die Zahl 5 mit dem Hierophanten im Tarot. Und sage mir, es geht also darum, einem Ruf zu folgen. Es ist die Zahl, die auch eine Halbzeit symbolisiert, laut Pythagoras zwischen der 1 und der 10. Pythagoras nennt das einen Halbgott. Also wir sind hier ziemlich weit vorangeschritten schon in unserer Entwicklung. Und wir sehen, dass wir hier eigentlich es mit einer schönen Zwillings-Schütze-Qualität zu tun haben. Wir haben hier oben eine Eule, die natürlich immer ein Symbol für Weisheit ist. Und dann haben wir hier die Brücken. Also die Brücke passt schön zum Hierophanten, der Brückenbauer sozusagen. Und prinzipiell trägt die Karte ja auch doch den Namen der heutzutage auch die kundige Experte, Expertin. Das passt sehr schön zur Zwillingsqualität, aber auch zum Schützigen. Also es geht darum, sich erst einmal fachkundig zu informieren, bevor man wieder irgendwas daherschwätzt und meint, ein Experte zu sein. Die Betonung liegt da auf kundig. Und vielleicht tun wir alle gut daran, uns auf die Fahnen zu schreiben, jetzt gerade auch wo es politisch ins Sommerloch geht, wir aber dann auch auf die Wahlen zusteuern nach dem Sommerloch, dass wir uns wirklich nochmal ernsthaft Gedanken machen, was wir brauchen, uns eine Meinung bilden, nicht nur über die Social Media, sondern auch dadurch, dass wir mal ein Parteienprogramm lesen oder sonst etwas. Und natürlich gilt das auch für alle anderen wichtigen Dinge in unserem Leben. Diese Woche ist auf die Fahnen geschrieben, in der Zwillingszeit sich zu überlegen, was tue ich aufgrund von fachkundiger Expertise. Nächste Woche beginnt ja dann auch das Impfen für alle. Wenn ihr da sagt, ich will meinen Platz haben, dann
Informiert euch vorher wirklich, ob ihr tatsächlich Angst haben müsst vor manchen Impfungen und vor anderen nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss das nicht näher ausführen. Also darum geht es ganz stark in der kommenden Woche. Ja, und wo ich gerade dabei bin, über Zwillingszeit zu reden, habe ich mir überlegt, dass ich heute mit euch durch den Tierkreis wandere auf ganz traditionelle Art und Weise. Und zwar werde ich heute mit dem wunderschönen Tarot de Marseille arbeiten. Das Tarot de Marseille, was ich hier habe, ist das von Jodorowsky, zu dem es auch ein sehr schönes Buch von Jodorowsky gibt, Der Weg des Tarot. Und wenn ihr euch für den klassischen Tarot interessiert, dann ist das ein Deck, das ihr auf jeden Fall besitzen solltet. Schaut euch dazu bitte auch nochmal das Video an, das ich mit Emmanuelle Iger gemacht habe, die ja das sehr schöne Tarot de Marseille gemacht hat, Tarot de Marseille Wait gemacht hat. Wenn ihr ein paar Informationen über diese Tarot-Geschichte haben wollt, dann ist das euer Video. Ich werde es verlinken. Gut, nun fange ich an, mit euch durch den Tierkreis zu reisen. Und wie üblich beginnen wir da mit meinem rituellen Triangelschlag. Und dann geht's los zum Widder. Ja, welche Karte ziehe ich für den Widder? Mars lässt grüßen im Löwen. Für dich ist das natürlich super, wenn Mars im Löwen ist, lieber Widder, weil du davon über ein schönes astrologisches Trigon profitierst, viel Unterstützung bekommst und dynamisch deine Dinge umsetzen kannst, die vielleicht in letzter Zeit, in dieser krebsigen Marszeit, nicht so ideal für dich liegen geblieben sind. Als der Stäbe sagt, dass für dich die Woche wirklich gut ist, deine Dinge jetzt anzugehen, die prinzipiell liegen geblieben sind, schon vielleicht seit Januar, als Mars noch im Widder war. Jetzt ist das erste Mal wieder Mars in einer Feuerqualität und kann dir Feuer unter dem Popo und bei deinen Projekten machen. Das Ass der Stäbe, das steht eben für Neuanfänge, für Inspiration, für Flirt, für Spaß, für Spiel, für Fitness, für all die Dinge, die wir so lange nicht genießen konnten. Und du bekommst in der kommenden Woche die Chance, dich da wieder hineinzuwerfen und für etwas oder jemanden Feuer und Flamme zu sein. Pass ein bisschen auf, falls du dich um einen Impftermin bemühst, dass du nicht brachial den Leuten eins überbrezelst, um deinen Platz zu bekommen. Das Ass der Stäbe ist auch immer ein bisschen auf Krawall gebürstet. Also bleib cool, keinen Jähzorn entwickeln, egal in welcher Situation du dich befindest, sondern diese tolle Feuerenergie nutzen für kreative Projekte, für Dinge, die sich lohnen. Und Herrgott, die Wut, die ist ja vielleicht ein Katalysator für dich, aber letztendlich bist du doch jemand, der nicht lange wütend ist oder die nicht lange wütend ist. Also nimm dieses Ass der Stäbe und starte in deinen lebendigen, fröhlichen, energiegeladenen Sommer und genieße einfach besonders die Zeit nach dem Neumond am Donnerstag und besonders dann ab Freitag. Da geht's richtig toll für dich los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Glück. Das sieht aus wie eine gute, spannende Widderwoche. Und damit bin ich beim Stier gelandet. Ja, für den Stier ist gerade jetzt am Himmel nicht so wahnsinnig viel los. Weder Mars in Löwe noch Neumond in Zwillinge ist so wahnsinnig wichtig für dich, lieber Stier. Aber du scheinst trotzdem von dieser Zwillingsenergie zu profitieren. Ich habe für dich die Königin der Stäbe Schwerter gezogen. Und das ist eine Frau oder eine Wesenheit, sag ich jetzt mal, mit besonders klarem, durchdringenden Verstand. Sie passt sehr schön, diese Karte, zu der allgemeinen Spirit-Guide-Energie. Schau dir das nochmal an, was ich da gesagt habe, wenn du einfach jetzt gleich hier nur zum Stier gesprungen bist.
Und ja, die Königin der Schwerter fordert dich auf, in der kommenden Woche wirklich nicht so sehr auf Emotionen zu setzen, auch nicht in der Zeit, in der Mars noch im Krebs ist, sondern mit klarem Verstand Entscheidungen zu treffen. Manchmal hilft es bei der Königin der Schwerter, sich mit jemandem auszutauschen, sich Rat einzuholen und vor allem da dann den von fachkundigen Experten und nicht irgendwie eine stimmungsmachende Meinung von irgendwoher. Nein, der Finanzexperte, die Coaching-Frau oder sonst etwas, die sind jetzt an der Reihe, dir Rat und Tat zu geben. Und wenn du selbst einen dieser Berufe hast oder dahin strebst, dahin zu kommen, dann ist das ein sehr gutes Zeichen für dich. Ansonsten fordert dich die Königin der Schwerter dazu auf, wirklich unemotional und distanziert an eine Sache heranzugehen, wenn du also im Privatleben gerade etwas hast, was dich dann doch belastet in irgendeiner Weise. Versuche objektiv zu bleiben oder auch da hol dir objektiven Rat. Und vor allem scheint es wichtig zu sein, Entscheidungen zu treffen, denn im Augenblick ist Uranus zwar noch direktläufig, aber das wird nicht mehr so lange sein und der wird dann bei dir, Uranus läuft ja durch den Stier im Augenblick, wieder Dinge zum Halten bringen, die vielleicht ganz gut in die letzten Monaten seit Januar in den Flow gekommen sind. Ja, Kopf, nicht Herz ist für dich in der kommenden Woche top und das ist meine Nachricht für dich, lieber Stier. Ja, bei der weiblichen Form müsste ich jetzt eigentlich sagen, liebe Kuh, aber ich lasse das jetzt mal und kämpfe hier mit den Karten, die wieder überall hinfliegen. Logisch, denn jetzt kommen ja die Zwillinge dran. Aber bevor das passiert, muss ich natürlich meine Triangel läuten. Und liebe Zwillinge, für euch ist es eine wichtige Woche, ne? Ihr habt nicht nur den Neumond in Zwillinge, auch könnt ihr in dieser Woche Geburtstagskinder sein. Und das ist natürlich immer besonders schön, eine besonders schöne Zeit des Jahres. Und ich habe für euch auch eine ganz tolle Karte gezogen, nämlich die Kraft. Die Kraft, die rät dazu, dich besonders darum zu bemühen, in der kommenden Woche in Balance zu sein, und zwar in innerer Balance. Die Kraft symbolisiert, dass unsere menschlichen kopfgesteuerten Anteile auch hier wieder fachkundiger Experte, fachkundige Expertin, siehe Spirit Guide vom Anfang des Videos, dass unser menschlicher Anteil, unser rationaler Anteil, hier dargestellt durch eine Jungfrau, sich mit den Trieben und Instinkten, die in uns wirken, einigt. Es ist hier Kopf über Herz sozusagen. Der Löwe symbolisiert ja auch gerne das Herz eines Menschen. Und wir sollen A, mit unseren Kräften haushalten und B, wirklich eine, wenn es um Entscheidungen gerade geht, diese Entscheidungen treffen aus einem Gefühl von sowohl Kopf als auch Herz sind daran beteiligt, aber Kopf ist wichtiger als Herz. Ansonsten sagt die Kraft, dass du dich in dieser Woche, dass du dir Zeit für dich nehmen solltest. Du solltest dich darum bemühen, vielleicht ein bisschen Wellness zu haben. Das ist eine sehr schöne tantrische Erotikkarte. Ob du nun gerade mit jemandem zusammen bist oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Es geht darum, sich sinnlich und frisch zu machen für die kommenden Wochen, für dein Geburtstags, was danach kommt, also dein neues Lebensjahr. Und vielleicht hast du ja auch tatsächlich Geburtstag, dann solltest du die Kraft nutzen, um dir einfach was wirklich Gutes zu gönnen. Und Genuss steht für dich in der kommenden Woche absolut im Vordergrund. Ich empfehle dir zu dem Neumond am Donnerstag vielleicht ein kleines Ritual, wo es darum geht zu überlegen, ah, was möchte ich denn machen mit meinem kommenden Lebensjahr? Wo möchte ich wirklich mehr noch wachsen, mehr noch in meine Kraft kommen? Oder
auch dir da vielleicht ein tolles Bad oder sonst etwas zu gönnen, was halt drin ist von den Möglichkeiten der Beschränkungen her. Das, mein lieber Zwilling, meine liebe Zwillingsfrau, ist meine Nachricht für dich. Am Donnerstag zu Neumond in Zwillinge bin ich dann auch wieder online. Vielleicht schaust du zu und wir sehen uns dann und dann erfährst du vielleicht noch ein bisschen mehr über diesen spannenden Neumond. Gut. Nun sind wir bereits beim Krebs gelandet. Und der Krebs, du lieber Krebs, liebe Krebsin, profitierst noch bis Donnerstag, einschließlich Donnerstag, von Mars in deinem Zeichen. Also wenn du jetzt noch nicht so gut Dinge umgesetzt hast, die du umsetzen konntest, dann ist das eine gute Zeit für dich. Während ich hier so rede, fällt mir ein, dass der rückläufige Merkur natürlich noch immer in den Zwillingen ist. Aber jetzt ist er in einem Feld in der Mitte der rückläufigen Merkurzeit, wo wir das vielleicht nicht mehr so spüren. Außer die Zwillinge, und ich hoffe, ihr schaut noch zu. Das ist mir ganz entfallen, dass da, dass das auch etwas mit dem Spirit Guide zu tun hat und dem Enneagramm, das ich gerade euch genannt habe. Ja, welche Karte habe ich für den Krebs gezogen? Das wollen wir uns jetzt einfach mal ansehen. Genau, also jetzt schauen wir mal nach der Karte für den... Hallo! Ja, wie ihr seht, habe ich Besuch bekommen zwischendurch. Und mein Assistent Kurt wird jetzt weiter die Karten mischen. Und wir haben jetzt hier die Karte für den Krebs. Coupé. Genau. Das ist der Bube der Becher. Bube der Becher oder Bube der Münzen, Bube der Kelche, sagen wir auch. Und ja, diese Karte, liebe Krebse, passt natürlich hervorragend zu euch. Hey! Im Waite-Tarot zum Beispiel sieht man da aus diesem Kelch einen Fisch rauskommen. Und diese Karte steht für viel Fantasie, für Verträumtheit, aber auch, und das ist natürlich unter Mars im Krebs jetzt noch bis Freitag besonders interessant, diese Karte steht für romantische Begegnungen, für Liebesboten und für einfach auch schöne Nachrichten, die mit Freundschaft zu tun haben. Und mit anderen positiven Ereignissen, wie zum Beispiel gute Nachrichten, was die Arbeit betrifft, gute Nachrichten, was Bewerbungen betrifft. Aber wichtig ist dann immer, dass ihr das auch vom Herzen wollt, wofür ihr euch beworben habt. Ansonsten, ähnlich wie das Ass der Stäbe, was ich für den Widder gezogen habe, eine Karte, die sagt, schöpfe jetzt aus dem Vollen, lass dich inspirieren. Bald ist ja die Krebszeit und es wäre gut, wenn du jetzt schon anfängst, bis zur Sommersonnenwende, wenn dann die Sonne in den Krebs wandert, dir zu überlegen, was du dir für dein künftiges Lebensjahr erhoffst, wie du es am besten in die Welt setzen kannst, und du darfst dabei große Träume träumen. Dabei würde es doch, glaube ich, noch dauern bis zur Krebszeit. Soweit ich weiß, fängt die erst im September. Dezember. Nee, das ist Steinbock. Der Krebs ist das Sommerzeichen und beginnt am 21. oder 22. oder 20. Juni. Ich habe es jetzt gerade nicht präsent, wann die Sommersonnenwende ist. Okay. Winter ist Steinbock, das Zeichen gegenüber. Gut, das, mein lieber Krebs, ist meine Nachricht für dich. Und als nächstes werden wir uns dem Löwen widmen. So, kleinen Moment. Dann würde ich sagen, du übernimmst das Kartenmischen jetzt. Und zwar als nächstes kommt der Löwe. Löwe an die Reihe. Oh, das ist der Schütze. Den Löwen. Die fünf der Münzen hast du heute erwischt. Okay. Unser anderer Assistent, der heute leider nicht da ist,
kriegt die 5 der Münzen. Ach so, ja, das stimmt. Das ist ein Löwe. Du hast recht. Ja, die 5 der Münzen ist ja eine Karte, die oft nicht so gut wegkommt. Gerade bei Wade ist das keine so schöne Karte. Aber wenn wir jetzt hier uns diese Karte aus dem Tarot de Marseille ansehen, dann finde ich, die sieht schön aus, ne? Die ist sehr symmetrisch. Die ist sehr symmetrisch, finde ich auch. Also symmetrischer geht's eigentlich kaum. Ja, und die Münzen, die stehen ja für das Element, Luft? nee, Warte, Erde. Erde, ganz genau. Und es geht um Materialisierung. Lieber Löwe, schau dir doch nochmal an, was ich am Anfang über den Spirit Guide gesagt habe. Da habe ich nämlich auch erwähnt, dass die 5 die Zahl zwischen 1 und 9 ist, bis zur 10 hin, also genau in der Mitte. Und die Numerologen wie Pythagoras zum Beispiel sagen, dass es dadurch einem Halbgott gleicht, die 5. Wir sind also auf der Mitte eines Projektes angelangt, auf einem Plateau angelangt. Und es ist jetzt an dir, wenn es um etwas geht, was du materialisieren möchtest, weiterzugehen und da vielleicht auch Energie reinzustecken. Das wird ja gut funktionieren, weil jetzt Mars durch den Löwen läuft. Also du hast in den kommenden 6 Wochen wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie ab Freitag. Und dafür zu sorgen, dadurch dann, dass du erfolgreich wirst mit deinem Projekt. Manchmal hat man bei der 5 der Münzen etwas Angst, dass man nicht genug Geld hat oder andere materielle Sorgen hat. Aber die lassen sich alle lösen, wenn du jetzt aktiv wirst und nicht auf der faulen Löwenhaut liegst, was die Löwen manchmal ganz gerne tun, ne? Davon weißt du auch ein Liedchen zu singen. Und Als nächstes kommt die Jungfrau. hetz mich bitte nicht. Und das, mein lieber Löwe, ist meine Nachricht für dich. Das ist jetzt deine neue Krone. Super. Jetzt kannst du die Karte wegpacken. Es bleibt jetzt eine Krone. und die nächste Karte Ist für ziehen die wir Jungfrau, für die Jungfrau. heißt Ganz für genau. mich. Und das ist die Königin der Münzen. Na bitte, also hier ist nichts von Geldmangel, sondern eher von Geldüberschuss die Rede. Die Königin der Münzen, wir hatten heute schon die Königin der Schwerter, die ist sehr daran interessiert, jetzt praktisch Dinge anzugehen und umzusetzen. Ab Juli, da ist deine Zeit, liebe Jungfrau. Da kommen so langsam Venus, Mars, Merkur in dein Zeichen bis zum August hin. Und du kannst dann so richtig von etwas profitieren, was du vielleicht auf lange Sicht gepflegt hast. Aber jetzt im Juni, in der ersten Woche des Junis, ist noch einmal ist es jetzt schon möglich, in irgendeiner Weise von etwas zu profitieren, wo du Arbeit und Energie reingesteckt hast. Du weißt ja, liebe Jungfrau, du bist ein Erntezeichen und eigentlich, wenn du dich anstrengst im Leben, kannst du es sehr, sehr weit bringen. Die Betonung liegt auf Anstrengen und das ist nicht bei allen Jungfrauen gleichermaßen der Fall. Dennoch, die Königin der Münzen kann natürlich auch jemand sein, der dich unterstützt in materiellen Dingen. Es ist vielleicht eine gute Zeit, um über einen Kredit nachzudenken, oder in irgendeiner anderen Form sich Geld zu verschaffen, zum Beispiel von der Mutter. Nein, Scherz beiseite. Auf jeden Fall ist es eine fruchtbare Karte und auch, wie schon bei den Zwillingen, eine Karte des Genusses. Auch für dich ist der rückläufige Merkur ja besonders wichtig, denn Merkur ist dein Herrscherplanet. Und wenn jetzt Merkur noch weiter rückläufig durch den Zwilling reist, bist du natürlich auch davon betroffen. Das, meine liebe Jungfrau, ist meine Nachricht für dich. Und als nächstes? Kommt der Zwilling. Nee, sicher nicht, der war schon. Der Steinbock. Als nächstes, nach einem Erdzeichen, kommt immer ein Luftzeichen. Und jetzt kommt Waage. die Waage an die Ich Reihe. hab dieses Bild gesehen und habe an Zwilling gedacht. Ja, den hatten wir schon. Und Ja. da haben wir die 6 der Kelche. Eine Karte, die. Das ist keine 6, oder? Doch, es ist die 6 der Kelche. Das ist eine Karte, die für Wasser steht. Sehr gut. Water. Die Kelche sind dem Wasser zugeordnet. Die 6 ist eine harmonische Zahl. Aber du lagst also falsch vorhin. Nach einer Erdkarte kommt immer eine Luftkarte. Ich meinte den Tierkreis.
Die sechs der Kelche steht für Genuss, Harmonie und Hingabe. Es ist eine Flirtkarte und sagt, dass du, ähnlich wie der Krebs, der ja den Buben der Kelche hatte, in der kommenden Woche wirklich dich ein bisschen zurücklehnen darfst und mal den Sommer genießen sollst, anstatt ständig vor dich hinzuarbeiten. Was mir gerade an der Karte auffällt, ist, dass hier oben so aussieht wie so ein Lebensbalken, den die Kelche noch haben, bis er abläuft. Ein Lebensbalken? Achso, du meinst wie in einem Computerspiel. Ja, stimmt. Ne? Du hast noch viele Leben. Und das können wir natürlich auch für dich übertragen, liebe Waage. Du hast einige Leben, die du einfach mal so ein bisschen vergeuden kannst. Das wird sich schon wieder von alleine aufladen, wenn du dann den Reset nächste Woche machst. Und die sechs der Kelche, die stehen auch für Affären, also für das Flirten mit verschiedenen Menschen. Das heißt, du sollst dich in der kommenden Woche nicht festlegen. Ist ja eh nicht dein Ding, das Festlegen. Und was fällt mir noch zur Sechs der Kelche ein? Der Neumond in Zwillinge ist natürlich für dich auch besonders interessant, denn Neumond in Zwillinge heißt für dich ja, dass du auch als Luftzeichen von dieser Energie profitieren kannst und dir vielleicht überlegen solltest, wie kann ich noch mal mehr Genuss und Sinnlichkeit in mein Leben bringen und da vielleicht auch einen Neuanfang wagen. Das, meine liebe Waage, ist meine Nachricht für dich. Und als nächstes kommt der Skorpion. Das hast du jetzt mal richtig gesagt. Das ist die Toilette. Die Toilette. Guck mal, was da steht. L'étoile steht da. Ach so, die... Aber Toilette passt natürlich gut zum Skorpion. Der ist ja für alles zu haben, wo andere Menschen nicht so gerne hinschauen. Und wenn man ein bisschen weiter geht, also da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber der Stern tatsächlich, lieber Skorpion, bitte nicht beleidigt sein, ist eine wunderschöne Karte. Bisher die beste Karte in dieser Woche. Ich habe mir eben noch überlegt, Mars ist ja im Krebs jetzt noch bis Freitag. Also du profitierst noch weiterhin von der Energie des Marses, die dir verhilft, zu neuen Zielen aufzubrechen. Und die neuen Ziele, das ist, was der Stern symbolisiert. In der kommenden Woche, wie schon einige Tierkreiszeichen zuvor, bist du aufgefordert, wirklich das Träumen groß zu schreiben, Dinge zu machen, die du sonst nicht tust, die mit Entspannung zu tun haben, mit Wellness. Es ist auch eine wunderschöne Urlaubskarte und vor allem ist das eine Karte, die sagt, was möchtest du eigentlich auf lange Frist in deinem Leben erreichen? Was könnte dein Lebenssinn sein und wie kannst du ihn jetzt in irgendeiner Form anstoßen? Die Kehrseite des Sternes ist, dass man sich manchmal in Illusionen verfängt. Auch da bist du nicht so ganz gefeit von. Also wenn du merkst, dass du schon zu lange in eine Sache verstrickt bist und dich zu sehr an etwas bindest oder jemanden bindest, der dir eigentlich gar nicht so gut tut, dann ist der Stern ein Hinweis darauf, dass du da nochmal hinschauen solltest und dir vielleicht eine innerliche Deadline setzen solltest, wie lange du noch mit diesen Themen dich herumschlagen möchtest. Das ist das Wichtigste, was ich dir zum Stern zu sagen habe für die kommende Woche. Und nach dem Stern kommt wie bekanntlich, nach dem Skorpion kommt wie bekanntlich der Schütze. Ja, das ist aber erstmal meine Nachricht für dich. Skorpion. Der Schütze. Für dich auch interessant. Eine 9 der Kelche, weil das ist mein Aszendent. Sehr gut. Und der hat wieder die Lebensbalken. Und 9 Kelche. Und 9 Leben. Nein, also ich muss sagen, heute ziehen wir durch die Bank weg gute Karten. Das liegt natürlich auch daran, dass ich hier so einen optimistischen Schütze-Aszendenten neben mir sitzen habe, der euch besonders gute Karten schenkt. Die 9 der Kelche ist toppt eigentlich die 6 der Kelche, die wir eben hatten. Sie hat den Untertitel Freude und verspricht dir, lieber Schütze, dass du auch jetzt vielleicht durch den Neumond in Zwillinge, der ja auch immer dich betrifft,
Donnerstag oder dadurch, dass Merkur rückläufig durch dein Gegenzeichen läuft und dir nochmal so ein bisschen Inspiration bietet, was so an dir eigentlich wichtig war in den letzten Monaten. Plus, dass Mars jetzt am Freitag in den Löwen wechselt und natürlich auch für dich ordentlich für einen Energieschub sorgt. Vielleicht kommt das alles zusammen, dass du in der kommenden Woche genießen kannst, tolle Erlebnisse hast. Und das Allerwichtigste bei der Neun der Kelche ist es immer, mit dir selbst zufrieden zu sein. Es geht nicht darum, dir Lob von anderen Menschen zu holen. Sondern deinen eigenen Lob zu verfolgen und zu erhuschen. Zu erhuschen. Husch! Erhusch dir deinen Genau. eigenen Lob. Erhasch. Erhasch dir deinen eigenen Lob. Husch! Also es geht darum, dass du dich selbst genießt, dich feierst. Dazu fällt mir ein, dass in deinem Gegenzeichen die Kraft aktiv ist, die eine ähnliche Nachricht hat. Versuche dir das Glück mit dir selbst zu holen und nicht zu sehr davon abhängig zu machen, was andere Menschen gerade wollen, denken, fühlen. Sei mit dir zufrieden und dann wird das für dich eine ganz tolle Woche. Und wenn du alleine bist in dieser Zeit, dann bist du alleine. Genieße es. Und manchmal kann es auch ganz schön anstrengend sein, mit anderen Leuten die Zeit zu verbringen. Jedenfalls, wenn man lange mit anderen Leuten im Lockdown war. Du kannst gerne zu Oma fahren. Alles gut. Okay, ich würde dann sagen, als nächstes kommt der Steinbock. Ja, aber erst einmal beschließen wir das Ganze mit. Das Das ist ist. unsere Nachricht an dich, lieber Schütze und liebe Schützengeschwister. Sehr schön. Gut. Ja, das dritte Erdzeichen kommt nun an die Reihe, der Das ist der Steinbock, Steinbock. ganz Der genau. Steinbock. Und der Steinbock ist Mit dem Lababbe. zurzeit hatte er eigentlich immer sehr schöne, stabile Herrscherkarten. Ich glaube, zweimal hintereinander kam der Herrscher und jetzt hat Kurt auch noch den Pappe. Papst gezogen. Le Pape, Lababbe. Le Pape. Und dieser Papst ist ganz spannend, der ist ja eins über dem Herrscher, also du gehst einen Schritt nach vorne, lieber Steinbock. Eigentlich ist der Herrscher mehr dein Ding. Du bewegst dich gerne auf sicherem Terrain und hast nicht gerne mit Unwägbarkeiten zu kämpfen, die das spirituelle, geistige in dein Leben werfen kann. Aber in der kommenden Woche bist du aufgefordert, einen Schritt weiter zu gehen. Denk daran, dass ich auch als Spirit Guide Karte eine 5 gezogen habe. Schau dir auch an, was ich zum Löwen gesagt habe, der auch eine 5 hatte. Das kannst du vielleicht alles nochmal nachholen. Prinzipiell sagt der Hohepriester oder Papst aber, achte in der kommenden Woche darauf, was für Zeichen, Nachrichten du aus der Anderswelt bekommst. Und zwar nicht, indem ein Geist plötzlich vor dir erscheint, sondern vielleicht schnappst du etwas auf, was Menschen miteinander reden in der U-Bahn und du denkst, hey, das muss ich auch mal verfolgen. Oder aber du liest ein Buch und ein Satz springt dir ins Gesicht, der dich auffordert, einen Weg zu gehen. Die Karte 5 hat immer was mit Einweihung zu tun und mit das sichere Terrain, was du dir jetzt aufgebaut hast in den letzten Wochen, zu verlassen, Und jetzt um zu neuen Riss. Ufern Und du aufzusetzen. musst auch manchmal was riskieren. Das ist sehr richtig. Der Steinbock riskiert nicht so gerne. Na? Aber jetzt musst du es mal tun, sonst bleibst du immer an dem gleichen Punkt Genau, das und hast du bleibst immer gleich schwach. sehr schön gesagt. Der hohe Priester steht auch für den Aufbruch ins Unbekannte. Also, brich auf, lieber Steinbock. Husch! Und das ist. Meine Nachricht an dich, lieber Onkel. Super, super. Als nächstes kommt der Gießkanne. Die Gießkanne ist als nächstes dran. Wir nennen dieses Tierkreiszeichen auch Wassermann. Das ist die 8 der Schwerter. Ja, kannst du es bitte so legen, dass wir das alles Häfling. sehen können? Es sind keine Schwerter, Sondern Stöcke. es sind Stäbe, genau. Okay, das steht für Himmel. Und es sind auch keine 8, sondern 9. 9 Stäbe.
Stäbe und die stehen für Feuer. Alles falsch Na, gesagt. du bist halt ein Schütze und redest gerne, bevor du den Satz beende ich jetzt nicht. Der Was Wassermann. denn? Der Wassermann profitiert natürlich auch in der kommenden Woche von Neumond in Zwillinge. Auch der rückläufige Merkur in Zwillinge tut dir ganz gut, denn du bist ja immer sehr schnell schon weitergereist, wenn andere Menschen noch ein bisschen planen und strukturieren, denkst du schon wieder über neue Projekte nach. Also du hast in der kommenden Woche die Gelegenheit, noch mal ein bisschen durchzutanken, ruhig zu sein. Und es ist eine gute Idee, bis zum Neumond am Donnerstag Dinge abzuschließen, die du vielleicht jetzt nicht mehr mit dir herumschleppen möchtest. Die 9 fordert nämlich immer dazu auf, etwas zu Ende zu bringen. Vor allem die Dinge solltest du zu Ende bringen, die viel von deiner Energie blockieren. Man sieht ja, dass hier so eine richtige Blockade in der Mitte aufgebaut ist auf der Karte und die dich dazu zwingen, ja, auf der Stelle zu treten, anstatt mit Kraft und Energie, so wie der Widder das in dieser Woche tun kann, nach vorne zu gehen. Ich bin blockiert. Ja, du bist blockiert, du bist ja gar nicht ein Wassermann. Hm. Von daher überlege dir, was steht jetzt an, was brauche ich von den vielen Dingen, die ich gerade jongliere, eigentlich wirklich noch, was kann ich loslassen, delegieren, an andere Menschen abgeben und dann nimm dir den Stab in der Mitte, der sich da so schön präsentiert und starte durch damit. Und zerstöre alles. Zerstöre alles. Und ansonsten ist diese Karte eine Karte der Stärke und der Kraft. Nutze deine Kraft und Stärke für die richtigen Dinge und verfasere dich nicht in Sachen, mit denen du eigentlich gar nicht so viel gerade anfangen kannst. Das war unsere Nachricht an dich, lieber Wassermann. Ja, Und ist. als nächstes kommen die sehr geehrten Fische, wie meine Eltern es sind. Die Fische. Und da haben wir die zwei der Stäbe. Passt ja nicht zu eurem Element. Ihr seid ja eher so das Feuer. Das Wasser und Feuer vertragen sich nicht so gut. Ja, deswegen sitzt du hier auch neben mir und nervst. Auch Fische dürfen von feuriger Energie profitieren. Ich habe zum Beispiel meine Venus im Widder und habe auch dadurch genug Feuer. Aber die zwei der Stäbe, das ist eine Karte, die tatsächlich sagt, okay, es ist an der Zeit, Feuer zu bremsen. Also während der Wassermann aufgefordert ist, nach vorne zu gehen mit seinem Und das Feuer, Feuer zu machen, genau sind die Fische in der kommenden Woche dazu aufgefordert, ein das bisschen Feuer zu löschen, auf die Bremse zu den gehen. Schaden vom Wassermann zu beseitigen. Ja, also nehmt das jetzt alles nicht unbedingt für bare Münze, was hier das kleine Orakel neben dem großen Orakel orakelt. Aber die zwei der Stäbe sind einfach eine Karte, die sagen, es ist gut, sich jetzt einen Überblick zu verschaffen für etwas, aber es ist nicht ideal, jetzt etwas Neues zu beginnen, sondern Vorbereitungen für das Neue zu treffen. Und ich glaube, als Wasserzeichen bist du, lieber Fisch, liebe Fische, gut beraten, mit den neuen Dingen abzuwarten, bis wir in die Krebszeit kommen, dann vom Krebsneumond und überhaupt von der Energie des Krebses zu profitieren. Wenn dir aber etwas wirklich total unter den Nägeln brennt, dann nutze noch den Mars im Krebs, der bis Freitag noch aktiv ist und mache das. Aber ich glaube, es wäre für dich und wie für viele andere Zeichen auch eine gute Idee, in der kommenden Woche eine ruhigere Kugel zu schieben und dich dem Genuss zu verschreiben. Sei, wenn du in einem Krieg bist, eher der Bogenschütze. Was macht denn der Bogenschütze? Er hält sich eher raus Oh. und schießt von hinten. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Seid Bogenschützen, aber lasst euch nicht kriegen, weil dann wird euch der Finger abgeschnitten und das ist auch nicht gut. Von daher, Dann könnt ihr nämlich nicht mehr schießen. genau, das ist nicht so schön. Also genießt die kommende Woche und ich glaube, wenn ich jetzt mal hier ausschalte, nimmst du mal bitte die Karte weg. Kann man auch noch sagen, das war meine Nachricht an euch, liebe Eltern. Super. Ich bedanke mich bei meinem Assistenten.
Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video, auch wenn es diesmal nicht live geht. Und nächste Woche haben wir dann aber wieder gute Chancen, live unterwegs zu sein. Morgen ist so tolles Wetter, da solltet ihr sowieso nicht die ganze Zeit warten auf ein Video. Genau. Weil morgen wird eher nur ein Stream kommen. Aber nur einer. Wieso nur einer? Weil wir morgen an den Strand fahren? Morgen fahren wir an den Strand. Ihr habt's gehört. Ja, bitte kommentiert, tragt weiter, dass wir dieses Taroskop machen. Wir werden ja auch nochmal online gehen, vielleicht sogar heute nochmal mit einem Unboxing. Ne? Das verraten wir natürlich noch nicht, da warten wir aber noch auf den hast du das Wort gesagt? Zweiten Assistenten. Und das werdet ihr dann aber wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ihr dieses Video seht, weil das hier geht ja heute noch nicht online. Habt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und schaut bitte vorbei, wieder auf diesem Kanal. Spätestens am Donnerstagmittag, wenn ich das Neumond-Taroskop mache. Abonnieren, Glocke aktivieren und was wollte ich noch sagen? Ah ja, tschüssi, tschüss. Nein, bitte abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, kommentiert. Und wenn euch etwas nicht so gut gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ganz genau. Und bis später. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, liebe tarotische Freunde.